Aber Knife ist Knife. Und das war ein Headshot, obwohl er genau auf die Beine gezielt hat. Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch, das vor sich hin leckt. What the fuck? Ich habe hier einen Fall mit jemandem, der tatsächlich mal wieder ein Knife am Start hat. Zwar kein fettes, deswegen gehe ich auch davon aus, dass es jetzt halt kein Legend sein wird, so wie letztes Mal, weil das Gear, das er jetzt hat, nicht so satt aussieht. Aber gut, ich meine, ich will natürlich auch nicht von Skins auf die möglicherweise vorhandenen oder nicht vorhandenen Cheats schließen. Er rennt jetzt hier einfach durch. Geht auf B-Planten, alles Chili Vanilli. Fängt er ganz gut an, würde ich sagen. Okay, wir gucken mal. Er zeigt das gleiche, also ich bin kurz durchgespult oder hab kurz durchgespult, um zu schauen, ob er rein spinbottet, hab dabei aber nicht großartig auf seine Aktionen geachtet. Und hier sieht man es, ein God Knife Scott. Wow. Ist jetzt wirklich nicht so das krasseste Knife, auf jeden Fall nicht. Aber Knife ist Knife. Und das war ein Headshot, obwohl er genau auf die Beine gezielt hat. Das stimmt doch was. Hier noch ein ganz merkwürdiges Pre-Aim, Crosshair-Placement und was weiß ich alles noch am Start. Guck dir das mal an. Was sucht er denn da unten auf dem Boden? Weitere tolle Knives wahrscheinlich. Achtung, pass auf, was er jetzt mit dem Lamp macht. Ah! Ah ja, oh! Da war doch eindeutig ein Zug auf den anderen, oder? Auf Shark dann in dem Fall. Oder was? Der zweite halt, ne? Der zweite, also Shark hat richtig eine noch weggewischt bekommen. Da stimmt doch was nicht, Alter. Da stimmt doch was nicht. Ich spule mal ein bisschen vor. Klein wenig. Damit er hier wieder in die... Hä? Was war denn das? Ich kann nicht zurückspulen. Ist der einfach gefallen? Ist der einfach umgefallen? Der Shark hat einen Assist bekommen, glaube ich, oder? Und er ist einfach gestorben. Ich hab's jetzt nicht gesehen, aber das war merkwürdig. Vielleicht wurde er auch gekillt, aber dort hat es tot. War da nicht einfach ein Todeszeichen drin? I don't know, aber hier wieder dieselbe Aufstellung. Ah nee, Shark ist nicht da, aber Lamp ist wieder am Start. Und plupp! Mhm. Oh mein Gott, was war das denn? Wo aimt der denn hin? Er hat einen Slate am Start. Okay, gut, ich will gar nicht so schlecht jetzt über sein Gear sagen. Das Slate ist nicht schlecht. Die Pistole ist nicht schlecht. Sein Knife ist halt Knife. Und mal gucken, was noch so kommt. Aber sein Crosshair-Placement ist wirklich eklig. Also, es tut ein bisschen arg weh. Jetzt geht's ja fast noch. Immerhin auf Bellybutton-Höhe. Ah, was war das? Ja, guck mal kurz. Ist da drüben vielleicht jemand? Ah ja. Okay. Alles klar. Ich werde mit denen ablegen für euch, also den seinen Account. Und dann gucken wir, ob er gebannt wurde oder nicht. Also ich würde sagen, jetzt ist doch schon ziemlich klar. Also, ich würde für Vision und Aim Assist plädieren. Und für halt extrem schlechtes Crosshair Placement. Und dann kommen diese Selbstversuche, wo er dann nur sein Vision Assist benutzt und nicht seine Aim-Unterstützung noch anhaut. Jetzt sind es zwei gegen ihn. Und er macht... Flupp. Oh, er war komplett schockiert, dass er schon wieder drauf war auf dem nächsten. Ach Gott, ach Gott. Das ist ja fast lächerlich jetzt, oder? Sollen wir dann noch großartig weiter reingucken, wie viel... Wir sind jetzt erst bei 3,5 Minuten, ohne Schnitt. Na komm, wir gucken noch ganz kurz rein. Vielleicht macht er noch einen Team-Attack-Salat oder sowas. Macht er irgendwas mit seinen Mates, wer weiß. Da können wir noch kurz danach schauen. Aber von meiner Seite aus wäre auf jeden Fall Vision und Aim-Unterstützung auf jeden Fall vorhanden. Möglicherweise Bunny hoppt er ja auch gleich noch durch die Map. Sein Kollege geht da gerade bei Yellow durch. Er hilft ihm nicht. Claro, das ist natürlich Grief. Nicht. Was sind das denn für Versuche von ihm? Was ist das? Und warum ruckelt sein Mate so? Und warum ruckt er voll in die Flash? Man hat hier voll lange hochtrudeln sehen. Ja, ich guck da einfach rein. Bisschen, also ich glaube, er ist wirklich, wirklich, also extrem schlecht. Die meisten Cheater sind schlecht, das wissen wir, aber er ist so einer von der Sorte, die müssen wirklich auf die Cheats zugreifen, damit überhaupt irgendwas passiert. Es gibt ja auch, ich nehme an, ausreichend viele Cheater, die selbst schon in einem ganz guten oder recht hohen Niveau spielen und sich dann noch ein bisschen Unterstützung reinschieben. Gab ja auch immer wieder über die letzten 10, 15 Jahre große Überraschungen dann im Pro-Bereich, wenn dann Leute tatsächlich überführt wurden und gecheatet haben und irgendwas in der Maus drin hatten oder sonst was. Aber ja, er gehört nicht zum letzteren Schlag, sondern eher zu dem Kackschlag. Und er sollte auch ein paar Schläge bekommen, würde ich sagen. Die Offworld. Ja, okay, die Offworld ist jetzt nicht viel wert, aber ich finde, die sieht ganz gut aus. Ich habe mich vielleicht da vorhin etwas vertan mit. Die Glock ist auch gut. Wir gehen mal durch. Sein Mate hat den jetzt erledigt, aber er will bestimmt auch noch ein paar Kills abhaben, oder? Komm, Jürgen, auf jetzt! War ja fast ein Grief. Eigentlich war es fast ein Grief. Er hat ihn nicht hochgelassen und dann auch noch runtergeschubst. Sauerei. Aber für die eine Sache drücke ich jetzt keinen Grief. Obwohl es
recht lange war. Wir haben vorgespult und er stand trotzdem 2 Sekunden oder so da. Das ist ohne Vorspulen, ohne das Doppelte. Da hat auch schon 4, nicht wahr? Also das war ein bisschen, ja, frech von ihm. Mal gucken, ob sich das gleich noch häuft. Aber es ist, wie gesagt, auch eigentlich jetzt uninteressant, weil er wird eh, also von den harten Sachen, die harte Realität, Realität wird ihn hoffentlich einholen und er wird halt, ja, weggebannt für seinen Vision Assist und für seinen Aim. Die Runde noch. Komm, die Runde machen wir noch. Der eine ist oben bei City. Er chillt. Oh, Diamond. Dalmatian. Macht es. Kauf kommt rum und er zieht und macht den Schuss. Boom! Alles klar. So, Leute. Kurzer Fall. War aber auch ein Keck. Also von daher nicht tragisch. Ich drücke ihm auf jeden Fall Aim Assist. Und Vision habe ich auch gesagt, ne? Gut, jetzt hier bei Ada. War bei ihm jetzt ja nichts. Ja, und Grief habe ich bis auf diesen einen Block an der Leiter auch nichts gesehen. Von daher insuffizient. Und ab dafür. So, weg mit dem Keck. Ich habe mir den Account aufgeschrieben und werde dann zum nächsten Mal oder zum übernächsten Mal, je nachdem, also wann das nächste Overwatch kommt, damit es nicht so schnell eben ist, dass der Bann auch ein bisschen Zeit hat zu wirken, euch dann Bescheid geben, ob der gebannt wurde bis dahin oder eben nicht. Dann wäre es das soweit gewesen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank auch für die Kommentare unter dem letzten Video und natürlich auch Dankeschön für die Likes. Ich werde jetzt hier schließen und sehe euch, falls ihr Zeit habt, heute im Livestream ab 18 Uhr wieder. Außer es ist Freitag, dann ab 20 Uhr. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.